Wartet. So, nein, ihr sollt dann tatsächlich nicht warten. Wobei doch, ihr sollt warten. Und mir zuhören, denn, oder zuschauen, besser gesagt. Denn wir spielen weiter Diablo. Wir haben gerade eine Rune bekommen. Ja, die zweifach Schüsse und so ein Kriegsteil. Der erste, den wir überhaupt bekommen haben. Oh, ich muss wieder dran denken, meinen Sekundärzauber zu benutzen. Hat der relativ hohen Cooldown. Ja, vielleicht doch mal auf die Fledermäuse wechseln. Hier. So, wie sieht das denn aus? Und verbraucht ganz schön viel Mana. Oh, ich habe 750. Ich dachte, ich hätte weniger. Und dann geht das doch mit dem Mana. Denn das macht man nachher so. Putze. Und tot. So, wir sollen dann nächstes in die Kathedrale. Straßen nach Altristram. Ein weiterer verloren. Da ist mein Mana ganz schön weit runtergegangen. Ich habe nicht genug Mana. Also ich brauche halt schön Sinn mit meinem Mana, indem ich das immer wieder stemme. Das ist nämlich das Dümmste, was man machen kann, wenn wieder neu anfangen. Das würde ich weniger kostet sein, wenn wir so laufen sollten. Das ist die Kathedrale von Tristram. Hier liegt der Stern, der vom Himmel fiel. Hab ich hier noch drüben noch irgendwas? Nein. Nein. So. Go, go. Ganz schön tief runter. Das Feuer vom Himmel fiel. Seltsame Magie kommt aus der Tiefe. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Das Schlimmste steht uns noch bevor, befürchte ich. Das klingt nicht gut. Yay, nochmal besser. Teile, die brauche ich dann zum Craften von Sachen. Wobei ich gar keinen sinnvollen Rezepte jetzt momentan habe. Ja, ich habe Hardcore-Spiele. Also könnte man da runter, aber ich glaube nicht, dass man das kann. Wie hoch kann man? Da ist was. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Okay, der hat seinen eigenen König gemordet. Der ist natürlich bitter. Durch. Plump. Pulverisiert. Neuer Rekord. Du? Putzel, Feuerfledermäuse. Ich brauche mehr Mana. Ja.
Viecher. Boah, protesten. Mana. Die Protesten mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die selbst ich nicht ergründen kann. Diese Kreatur wird sterben. Oh, das ist ein Lied. Da ist das Lied. Ich sollte dringend wieder auf meine Greiferarme da wechseln. Da kann ich nicht wieder weglaufen. Wenn ich übrigens sterbe, bin ich mit dem praktisch fertig. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Day fertig, aber auf jeden Fall mit dem Charakter. Och, doch auf mich zu Vortexen. Och, Leute. Ein Leben pro Treffer. Mhm. Heilung 2. Jawohl. Stärke. Was will ich mit Stärke? Das brauche ich nur gar nicht. Ich will dahin. Ja. So. Ist ja alles mit Loot 2.0 und so, deswegen müsste ich eigentlich die Kette auch irgendwie mehr retten. Ja. Mensch, wollte es hier meine Krabbelhände wieder nehmen. Wollte ich besser. Nö, der Champion von Akarat kommt nur mit dem Templar. Zack. 6 Gold, yay. Ah ne, die haben echt viel Leben. Euer Tod! Mit einem Schlag, gut. Nicht verpasst. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Ja, die Kreuzritter machen eine Backstory. Oh.
Such den verfluchten Schrein. Weiß nicht, ob ich da so scharf drauf bin. Ja, der Weg vor mir ist. Zwei, dass ich dafür schnell genug bin. Schon die erste Runde kaum geschafft in der Zeit. Nope. Keine Bonus-Truhe für mich, nur die normale Truhe. Ein bisschen EP. Ach nein, nicht mal eine normale Truhe, sondern nur ein Schrein der Leichtfüßigkeit. Ich hab den Schatz so angegriffen. Shit. Natürlich renne ich gleich sonst rein. Ich brauche mehr Zeit. Den krieg ich wohl nicht tot. Nein, den krieg ich nicht tot. Schade. Kann ich den halt sonst wo hinten da? Mann. Ist doch doof. Neuer Rekord. 22 Monster macht er krank. War hier unten denn noch irgendwas, was es wenigstens gelohnt hätte, dann dahin zu laufen? Naja. Nicht so richtig, glaube ich. Ein Heiltrank. Yay. Tausche Heiltrank gegen Schatzsucher. Ich hätte lieber den Schatzsucher genommen. Naja. Go, go. Speicherpunkt. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Ach, nee. Man bringt mir seine Knochen. Es soll doch keiner leiden. Also es ist sehr lustig, weil meine Viecher können einfach die Durchgänge blockieren. Hey, ich werde euch helfen. Hilfe! Hilfe! Ja, alles safe, ich mach das schon. Moment, ich habe Damage von 11 und dann muss ich ein Monster mit 1000 Leben aufnehmen. Geil. Das kommt halt auch vom Profi. Nee, auch vom Profi-Spielen. Aber der backt gerade rum, weil der eingebaut ist von meinen Zombie-Hunden. Das ist was ich meine. Die KI kann selber nicht so richtig an Gegner vorbeilaufen, die sie nicht attackieren wollen. Dabei kann man die Zombie-Hunde töten. Prozent mehr Schaden, jawohl. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Weil ihr meine Hilfe brauchtet. Kommt, ich muss euch zu Lea zurückbringen. Oh,
es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Ein geheimer Durchgang hier. In den Garten der Kathedrale. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Das habe ich auch im Mojo. Ist hier noch irgendwas? Hier hinten vielleicht? Baumstumpf. Und dann halt rum. Huch. Aron Hell. Ja, greift halt nicht an. Jetzt, Wahnsinn. Der greift sogar meine Kombi-Hunde an. Wahnsinn. Zurück. Ich habe mein Wort gehalten, das ich Lea gegeben habe, und ihren Onkel Kane gerettet. Ich habe ihn den Händen des finsteren Skelettkönigs entrissen, der noch immer den gefallenen Stern in seinen Händen hält. Ja, das sprechen wir nochmal mit Lea. Onkel! Du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Ich brauche euer Wissen. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Okay. Habt ihr neue Kenntnisse über eure Mutter? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leoric sollte im ungeformten Land sein. Dennoch steht er zwischen mir und dem gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarun warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab
Und Tristram, nein! Die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Also ich mach mal hier die ganzen Texte durch, damit wir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch mitkriegen. Für Leute, die vielleicht kein Diablo gespielt haben, weil ich glaube, alle, die Diablo 3 gespielt haben, ist das ja eh gerade super langweilig. Aber für Leute, die sich vielleicht nicht so mit Diablo auskennen und sowas, mache ich mal die ganzen Erzählungen durch. Damit man die Hintergrundgeschichte dann weiß. Das Band zwischen euch und Lea ist stark. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Leoric ist wegen Diablo verrückt geworden? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Danach wurde Leoric zum Skelettkönig. Und dann? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Gibt noch ein bisschen mehr, glaube ich, zu entdecken. Ach nein, hier gibt es gar kein Tagebuch. Dann gibt es aber, ich glaube, hier gibt es hier ein Tagebuch in Leas Zimmer. Michael Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen, hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Weißt du, was alle von ihren Sorgen abhängen würde? So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Für die zweite Folge von Diablo 3 Let's Play Hardcore. Wir kommen voran, ist schon Level 8. Danke fürs Zuschauen und bis bald.